Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu meinem neuen Video. Es sind ganz tolle Sachen angekommen. Unter anderem werde ich euch heute endlich einen weiteren Teil meiner Chatelaine-Bestellung zeigen können. Und zwar sind das die sogenannten NPI-Silks. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wofür NPI steht. Ich werde es danach nochmal nachschlagen und euch einblenden. Genau, diese Bestellung habe ich bei 123 Stitch abgegeben, weil es die dort alle gab. Und ja, witzigerweise habe ich gar keinen Zoll gezahlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Und ich verbinde das dann auch gleich noch mit zwei anderen Sachen, die ich mir bestellt habe. Die sind zwar nicht für das Chatelaine, sondern allgemein fürs Sticken. Aber ich dachte, wenn ich einmal dabei bin, einen Haul zu drehen, dann kann ich das auch gleich im Ganzen machen. So. Ich bin ganz aufgeregt. Oh mein Gott. Needlepoint Ink Silk. Da steht es ja auch schon. Ach, total Wahnsinn. Echt, wirklich. Also ich muss jetzt mal kurz hier reinschauen. Nicht, dass hier doch irgendwo noch steht, sie müssen Geld überweisen oder keine Ahnung. Weil ich wundere mich wirklich, dass ich jetzt nicht Zollkosten irgendwie zahlen musste. Das war beim letzten Mal ja auch so. Und deshalb, ja, positiv überrascht. Tja. War auch jetzt nicht unbedingt billig. Also das muss man auch mal sagen. So, was steht hier? Ach, das ist auch nochmal die Rechnung. Okay, okay, okay. Ta-da-da-da. Oh, das ist sehr wie... Ach, das ist schön. Oh, ich freue mich so. Hm, wieder ein Stück geschafft. Oh, schaut euch die Farben an. Richtig schön für das Japan-Thema. Die riechen auch etwas. Ich weiß gar nicht, wonach die riechen, aber die riechen irgendwie so ein bisschen fruchtig. Ja, also hier haben wir so ein Weiß. Oh, die sind super weich. Wow, sind die schön weich. Mm. Hier sind verschiedene Rot-Braun-Rottöne, also Rot-Braun-Rottöne. Die sind sicherlich auch für das Tor in der Mitte. Ja, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann blende ich euch entweder hier nochmal kurz das Bild ein, also das Chatelaine, was ich sticken möchte, oder ich verlinke euch einfach in der Beschreibung nochmal unten das Video vom letzten Mal. Oh, die sind so weich, wow. Oh, sind die flauschig. Oh, ich wünschte, ihr könntet das irgendwie anfassen. Ja, also es ist 100% chinesisches Garn. Silk heißt doch, glaube ich, Seide oder so. Kann das sein? Ja, Pistazie und was ist das? Creamy Yellow. Hm. Ganz viele Grautöne. Grautöne. Ist hier noch irgendein Grauton? Nein. Sämtliche Abstufungen gefühlt. Oh, die sind wirklich so flauschig. Wow, die sind so toll. Man möchte sie die ganze Zeit nur ankrabbeln. Und ganz viele Blau- und Türkistöne. Und so Petrol. Oh, sind die schön. Oder? Die sind voll schön. Was ist jetzt hier abgestürzt? Also das ist wirklich... Hier sind noch Dunkelblautöne. Die wirklich... Also zwischen den zweien hier sieht man gar keinen Unterschied, oder ist das die gleiche Farbe? Hm. Ah, es ist die gleiche Farbe. Dann haben wir hier so ganz dunkles Grün. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das kein Schwarz ist. Das ist so ein bisschen dunkleres Grün. Und dann haben wir hier noch die braunen Töne. Sehr dunkles Braun. Oh, die sind schon schön. Also ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Das kommt jetzt wieder hier rein. Schön verschließen, damit es nicht stumpf wird, das Garn. Und dann werde ich das... Oh, ich muss noch mal kurz Luft rauslassen. Dann werde ich das auf jeden Fall in die Projektmappe mit reinschmeißen, weil, wie gesagt,
zwei Bestellungen stehen noch aus. Einmal von Casa Semina und einmal von European Cross Stitch. Und wenn die dann da sind, können wir endlich anfangen. So, dann schauen wir mal, was ich hier noch hatte. Und zwar habe ich mir... Ich wusste nicht, wie man sie nennt. Aber ich habe sie mir jetzt geholt. Das sind magnetische Kabelbinder eigentlich. Aber viele von euch nutzen die ja, um ihre Stickprojekte zu bändigen, sage ich mal so. Und die sind schon cool. Gefällt mir jetzt schon. Ich nehme ein rotes. Oder nein, das blaue passt ja noch viel besser zu dem Projekt, was ich jetzt habe. Das ist genau das Blau. Kann ich hier farblich sogar abstimmen. Ja, genau. Also da im Prinzip werden die, wird eine Seite des Magneten auf den Stoff gemacht und dann der Stoff halt unten auch so ein bisschen zusammengekrischelt und dann hat man hier so den Reststoff zwischen diesen Hosenträgern, nenne ich es immer. Das ist super. Ich freue mich total. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ein paar Projekte ein bisschen handlicher machen, weil das nervt so, wenn man so große Projekte hat und dann der Stoff ewig rumfliegt, und das fand ich wirklich eine coole Idee, um das zu organisieren. Und die sind auch wirklich wahnsinnig magnetisch. Also genau, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, das sind magnetische Kabelbinder und auf diesen Namen bin ich natürlich nicht gekommen. Ich habe auch überlegt, ob ich die tatsächlich auf meiner Terrasse vielleicht sogar mal ausprobiere, um die Terrassenabdeckung dort zu befestigen, weil der Sturm hat uns die normalen Kabelbinder einfach abgerissen und jetzt sieht das halt aus wie sonst was. Und jetzt im Frühjahr will ich das ja alles wieder ordentlich machen. Vielleicht ist das halt eine coole Variante und schön bunt. Ja, ein bisschen Zubehör. Muss auch sein. Man will ja irgendwie auch ein bisschen ein bisschen klarkommen. Und dann habe ich mir... Ich weiß, viele haben von Friction diese Friction Pants, aber irgendwie waren die mir nicht so richtig sympathisch. Ich habe da welche gefunden. Die hatten auch... Entschuldige fürs Geraschel, Moment. Die hatten auch nachfüllbare Minen. Und die sollen wohl extrem gut schreiben. Und deswegen habe ich mir diese hier bestellt, beim großen A. Die Hosenträger hier auch übrigens. Und ja. Ah, ich muss noch Minen reinmachen. Ah. Genau, die sollen extrem gut schreiben und die sind halt durch Wärme sozusagen, verschwinden die wieder. Und sollen nicht so ewig lange halten, leider, aber immerhin eine kostengünstige Alternative. Wieso kriege ich denn das jetzt hier nicht raus? Ist das hier reingeschraubt? Nehmen wir halt einen anderen Stift, was bei dem so kompliziert ist. Haha. Okay, hier ist die Spitze irgendwie nicht offen. Ich werde hier vor... Also ich meine, es ist kein super hochwertiges Produkt und so, ist klar, aber man sollte doch trotzdem erwarten, dass man die Spitze hier durchbekommt. Da habe ich wohl montags oder sonntags oder was weiß ich Produkt abbekommen. So. Na komm, Spitze durch. Das ist ja wirklich eine schwere Geburt hier. So. Den tun wir mal zusammenschrauben. Zur Seite legen. So sehen die aus. Man soll damit richtig fein zeichnen können. Und dann kann ich mir jetzt auch endlich mal ein Raster einzeichnen. Und es verschwindet, wie gesagt, bei Wärme. Ich überlege, ob wir das gleich mal ausprobieren sollen. Ich glaube, das mache ich dann mal außerhalb der Kamera. Ich habe jetzt hier gerade kein Stück Stoff, was ich eventuell versauen könnte. Und auch keins, wo das nötig wäre mit dem Raster. Aber ja, das sind die Produkte, die ich mir im Prinzip zugelegt habe. Also eine neue Bestellung für mein Chatelaine. Schon mal Vorbereitung für
den Riesenstoff auch von Chatelaine und die Stoffe, die ich eben jetzt schon in Bearbeitung habe. Und die sozusagen Friction Pens. Genau, ja, war ein kurzes Video, aber dann wisst ihr zumindest, was heute angekommen ist. Ein kleines Unpacking. Und dann werde ich jetzt mal meine Garne in die Projektmappe verstauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut!